Room Escape TV am Sonntag. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge. Wir raten heute White Room. Und White Room. Mit Waldorf. Und Stettler. Von Room Escape TV. Und viel Spaß bei diesem Double Rating. Weg damit. Jawohl. So. Ich greife schon mal vor, das ist ein Doppelrating. Durch den unerfreulichen Zufall, dass es zwei Rooms gibt mit dem gleichen Namen, White Room. Und es könnte natürlich sein, dass ihr mit White Room einen anderen erwartet habt, nämlich den, der danach kommt. Und wenn ihr jetzt den seht und den ich erwartet habe, nicht, dass ihr dann abschaltet und so weiter. Also, ja, ja, schon gut. Wir wissen dann. Wir verstehen uns. Wir, ich glaube, wir wissen dann alle, was du meinst. Wir verstehen uns, wir nehmen das Tape mit. Dieser Waldorf. Okay. Ja. Mit dem Tape können wir jetzt hier, das ist etwas dunkler, also sind es doch nicht zwei Farben, die wir hier sehen, sondern drei. Oh. Wahnsinn, drei Farben. Ja, ja. Keine Mühen und Kosten gescheut. Also, mit dem Tape in der Hand können wir jetzt an dieser Wand die Dartscheibe sichtbar machen. Die jetzt wieso? Gleich, ich meine, warum kann ich mit einem Tape eine Dartscheibe sichtbar machen? Berechtigte Frage, Stettler, berechtigte Frage. Also, Abzug. Abzug korrekt. Für Realismus. Korrekt. Okay. Jetzt kommt gleich der nächste IGP-Abzug, oder? Mit dem Code? Mit dem Code? Ja, ja, wollen wir schon auf den Code? Also, wenn ihr mal aufpasst, man kann darauf kommen, dass sich die gegenüberliegenden Zahlen zu jeweils 10 ergänzen. Aber man kann nicht darauf kommen, dass die Zahlen, die uns jetzt fehlen, also man kriegt raus, welche das sind, aber man kriegt nicht raus, in welcher Reihenfolge die sind. Eigentlich muss man durchprobieren. Ja, leider. Also wir sehen hier die 3, da fehlt hier drüben logischerweise die 7. Hier haben wir die 8, da fehlt die 2. Und hier haben wir die 0, da fehlt dementsprechend die 10. Genau. Also 2, 7 und 10. Das muss jetzt hier irgendwie rein, in irgendeine Reihenfolge. Wie war's? Es war, glaube ich, 2, 1, 0, 7. 2, 1, 0, 7. So. Genau. Das sollte passen. Unten. Wenn wir jetzt unten raus. Ja, jetzt ist die Kiste offen, wir kriegen den Schlüssel. Okay. Wie gesagt. Realismus und IGP. Wir haben uns das auch mal angeschaut, weil hier eben auch dieses Dreieck auf dem Kreis ist, wie bei der Dartscheibe hier oben. Dass es irgendwie eine Bewandtnis hat damit, aber eigentlich nicht. Eigentlich gibt es keinen Hinweis. Mhm. Wir finden hier nur diese ID-Card, wenn man jetzt die Seite umblättert. Mhm. Außerdem ist der ganze Room auf Japanisch, gell? Mhm. Das macht dann auch nochmal was an Abzug auf IGP, weil wir müssen zumindest die Hinweise, die entscheidenden, auf Englisch kriegen. Ja, also Englisch, sagen wir, ist Grundvoraussetzung, aber Japanisch kann man nicht verlangen eigentlich. Mhm. Okay, hier finden wir den Dart-Pfeil, der keinen Nutzen hat eigentlich. Das ist eigentlich wieder Irreführung. Ja, leider. Und deswegen müssen wir beim Überblick wieder was abziehen. Wie mit dem Shoehorn im Closet. Wie gehabt, genau. Ja, man kann ihn zwar in die Mitte reinstecken, ich werfe ihm jetzt mal vor, dass er den nicht dartmäßig draufgeworfen hat. Ja, aber wenn man das macht, da passiert nichts. Genau. So, aber jetzt, er bringt nichts. Jetzt kommt das nächste. Wo war's? Unterm Bett? Genau da. Genau. An die Stelle, das ist so schon, eine, was wir ist schon das? Beim Ringwackeln gehabt haben. Für mich sieht das aus wie eine Taschentuchpackung, oder? Ja, so Kleenex. Ja, ja, genau. Eine Schachtel Kleenex. Bei dem Ring war es ja. Wir haben nach 3-mal aufgegeben. Nach 4-mal haben wir aufgegeben. Oh, nach 4-mal, okay. Aber ja. Kannst du ruhig 8-mal klicken, fällt immer noch nichts. Ja, also man zieht hier einfach Kleenex raus, ja? Okay, jetzt ist die Schachtel leer. Und dann kriegen wir so ein Ding. Aber die Kiste ist noch da. Also, was das hier ist, keine Ahnung. Also, im Forum habe ich mal gelesen, die behaupten, das sind Yen-Scheine. Der hat eine Kiste mit Yen unterm Bett? Der versteckt Yen am Boden der Taschentuchpackung, behaupten die im Forum. Und vorher kann man die nicht hochheben? Genau, man muss erst alle Taschentücher raustun, damit man am Boden die Yen sieht, sozusagen. Warum? Das ist die plausibelste Erklärung, die ich darüber gelesen habe. Okay. Naja. Okay, Realistik ist sowieso kommt, kein Thema. Jetzt kommt der nächste Realistikpunkt, nämlich. Wir haben hier hier ist es leer sozusagen. Und erst wenn wir diese, was war das? Das ist ein Bündel Yen oder was? Ja, einfach nur als Untersetzer sozusagen hinstellen. Ja, okay, wir schieben jetzt das Bündel Yen unter die Kiste, dann ist sie gerade und wir können plötzlich dieses Stellwerk hier verstellen. Ja, und jetzt kommt es nämlich wieder. Was stellen wir ein? Genau. Ja. Jetzt sind wir wieder bei der IGP. Genau. Jetzt haben wir 4 Stellen, die irgendwas sein können. Und ehrlich gesagt, ich habe es jetzt nicht rausgefunden, aber wenn man schon überhaupt keine Zahlen im Raum findet, dann gibt man einfach mal das heutige Datum ein, und zwar in amerikanischer Schreibweise, also genau. Monat, Tag, dadurch verraten wir natürlich, welchen wir heute haben, ja. Beim Raten. Ja, amerikanisch haben wir ja gesagt. Ja, ja. Okay, also sie machen das Datum amerikanisch, aber das Spiel nicht. Genau.
Toll. Super. Ganz toll. Also okay. Wir haben jetzt einen Schraubenzieher, schön. Das war der Schlüssel, glaube ich, hier, ne? Ja, genau. Genau, so. Spraydose. Wenn wir jetzt hier an die Wand sprayen, kriegen wir die Kontur von dieser Kiste. Okay. Das passt. Okay, ja, ist okay. Das ist drin. Man sieht zwar kein Schlüsselloch, aber man braucht diesen Schlüssel, um dieses Fach zu öffnen. Mhm. Okay. Lassen wir durchgehen. Gut. Ist okay. Jetzt mit dem Bolzenschneider können wir den Kühlschrank aufschneiden. Richtig. Weil wir nie einen Schlüssel finden für das Kühlschrankschloss. Lustig. Genau. Vorher, wir müssen den Stuhl, genau, mit dem Schraubenzieher können wir jetzt den Stuhl auseinanderschrauben und bekommen diesen Stock. Genau. Ja. Der Stock kommt in die Wand. Genau. Das ist nötig. Das ist nötig, ja. Ich habe schon mal ohne Stock ausprobiert, also es geht nicht ohne. Es funktioniert nicht. Also wieder Realismusabzug. Inzwischen haben wir also den Stock, dann das Tapeband. Mit der Dartscheibe, dass das Tape die Dartscheibe sichtbar macht. Genau, so wie die Zahlen auf der Box, die erst erscheinen, nachdem die Box gerade gerückt wird. Durch Yen. Okay. Genau. Also Realismus, bleiben nur 2 Punkte übrig. Ja, schade. Der Dartpfeil wegen, wie gesagt, Irreführung, zieht einen Überblick ans Ab, da haben wir 4 von 5. Genau. Innovation. Können wir leider keine Punkte vergeben, also. Ist eigentlich gar nichts Neues da. Es gibt nichts Neues. Code, Schlüssel. Anyway, jetzt kommt der Code. Genau. Wir sind ja in einem Doppelrating, das heißt, Zeit spielt eigentlich immer eine Rolle. Oh ja, okay. Die Anzahl der Äpfel, Orangen. Orangen. Die Anzahl der Orangen in den jeweiligen Fächern von unten nach oben ergibt den Code, den wir in den Mechanismus eingeben müssen. Genau. 8, 5, 4, 4, 4. So, zuerst natürlich die ID-Card rein. Dann 8, 5, 4, 4, 4. Passt. Ja, also IGP wieder. Wer kommt da drauf? Okay. Das finde ich hart. Das finde ich echt hart. Man muss halt irgendwie in diesem Room schauen, dass man irgendwelche Zahlen herkriegt. Ja. Ob man die jetzt aus dem jetzigen Datum gewinnt oder aus der Anzahl der Orangen. Man muss ums Verrecken irgendwelche Zahlen herbringen. Also ich hab das Ding gespielt und habe mir nichts bei den Orangen gedacht. Ja. Jedenfalls nicht viel. Also ich hätte nie gedacht, dass das für einen Code relevant sein genau. sollte. Und deswegen bleiben bei IGP genau noch 2 Punkte übrig sozusagen. Genau. Und allerdings macht das den Room natürlich sehr schwer, weil man schwer drauf kommt. Ja. Und das Level des Rooms ist deswegen 3. Genau. Und wir haben einen Plus-Merit auf Navigation, weil wir haben Pfeile, oder? Genau. Hier. Genau. Hier. Die roten Pfeile. Sehr schön. Die gibt's. Und dann landen wir insgesamt bei 1,6 von 5 Punkten. Ja. Was zurzeit leider, glaube ich, der letzte Platz ist, oder? Ja, genau. Ja. Der letzte Platz. Von 0 auf 23, glaube ich. Uiuiui. Schade. Aber. Ach, die Grafik haben wir noch gar nicht erwähnt, gell? Außer, dass es 3 Farben gibt. Grau, 3 Farben, ja. Weiß und schwarz. Ja, Grafik, ja. Können wir eigentlich, Grafik müssen wir leider 0 von 5 geben, weil es ist schwarz-weiß, die Grafik ist wirklich alles andere als berauschend. Wenn wir mal zurückschauen auf die zweite Folge, damals in den guten alten Zeiten, der Easy Peasy Escape 2, der hatte auch keine großartig tolle Grafik und bekam nur 1. Aber wenn man jetzt mal vergleicht, der Easy Peasy Escape 2 hatte eine bessere Grafik als das. Der hatte wenigstens Farben. Also mindestens 16 Farben. Mhm. Also okay. Die behaupten zwar, also White Room. Der hat vielleicht gemeint, weil es der White Room ist, muss er es farblos halten. Okay. Das könnte natürlich sein. Okay, aber selbst dann ist irgendwie, naja. Ja, ich meine gut, der Crimson Room ist auch nicht nur braun. Ja. Er ist einfach großteils braun. Stimmt schon. Das heißt, man hätte sie eigentlich auch großteils weiß machen können. Das sehen wir auch in dem White Room, der jetzt dann noch kommt. Okay, aber schnell, wir müssen zum nächsten Mal. Ja, genau. Also die Tür muss man jetzt auf manuell das ist aufschieben. Mal lustig. Das ist lustig. Wäre fast Innovation geworden. Wäre fast, aber nein. Nein, also raus. Aber nein, und raus und wir gehen zum White Room. Genau, der nächste White Room. Genau, ja. Dieser andere White Room. Genau. Fangen wir gleich mal an. Hören wir schon mal die Musik. Die fiel mir sehr positiv auf, diese Musik. Muss ich sagen. Also gibt's Plus Merit. Plus Merit, ja. Mhm. Würde ich? Ja, schon. Okay, wir klicken jetzt hier auf diesen Schatten. Ja, tricky. Sehen ein Foto, was uns nichts bringt, aber eben diesen Fleck hier. Können das Waschbecken aufbrechen, scheint aus Styropor zu sein, oder? Das ist doch mal sehr realistisch, oder? Ja, voll, ja. Also, und naja. Also ab zu. Aber wir finden ein iPhone. Ja. Schön modern. Aktuell. Bringt Innovation. Jo. Ja, genau. Genau. Da haben wir aber ein bisschen diskutiert, weil ich meine, das war einfach nur ein modernes Item.
Na gut, wir haben uns halt zu Innovationen dann durchgerungen. Ja, wenn wir mal zurückschauen auf den Ray Room, hatten wir auch PS2 und so weiter. Schöne moderne Items. Gab es auch Punkte auf Innovation. Ja, ist ganz nett sowas. Genau. Okay. Wenn wir jetzt mal den Herrn hier anschauen und seinem Wink mit dem Zaunpfahl folgen, oder es ist eigentlich fast ein ganz Sägewerk hier, gelangen wir an diese Stelle und finden ein Schriftstück. Das ist eine Folie, oder? Folie, Text, ja. Drauf, aber die kann man nicht lesen. Genau. Den Text. Genau. Okay, jetzt gibt's noch unten hinterm Bett. Genau, hier oben finden wir ein Kabel. Genau. Nein, es ist eine Badewanne, hätte ich jetzt gedacht. Okay. Ach so, weiß ich gar nicht. Könnte auch ein Bett sein, weil wenn es eine Badewanne wäre, hätte nirgendwo zum Schlafen. Ja, irgendwie schon. Also wird's ein Bett sein, ja? Okay, was haben wir noch? Folie. Okay. Wir haben keine Slide-Effects, haben wir das schon erwähnt? Nein, haben okay, wir nicht. Okay, also Grafik haben wir hier 2 von 5, weil es eben vergleichbar ist mit den anderen zweiern Grafik-Spielen. Ja. Zum Beispiel der Crimson Room. Naja, genau. Den kennt natürlich keiner. Genau. Halt bekannt, der Klassiker. Der Crimson Room. So. Also. Wir haben anscheinend ein Tablett, es scheinen wohl die Überreste vom Abendessen gewesen zu sein. Oder sonst was, wenn wir jetzt diese Drähte hier reinstecken und das iPhone dran, scheinen wir das iPhone zum Laufen gebracht zu haben. Also zumindest haben wir hier so eine Art Kartoffelbatterie, respektive jetzt eben Zitronenbatterie gebaut mit den Kabeln, die zufälligerweise in dieses iPhone passen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Der Saft einer Zitrone kann zwar als Elektrolyt wirken, aber dafür müssten die Elektronen aus Materialien bestehen, die jeweils als Elektronendonatoren bzw. Akzeptoren wirken, um eine elektrochemische Reaktion hervorzurufen. Ja, vielen Dank an Professor Evelyn Techbridge. Es geht weiter. Genau. Dieses Teil können wir nicht lesen. Also liegt es ja nahe, wenn wir das in die Glühbirne einfügen. Also ich fand das recht nahe. Genau. Die Projektion auf dem Bett, die ist dann wohl ausreichend groß, oder? Dass man das ja, natürlich. Ich meine, das kann man hier ganz einfach lesen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Da die gefundene Folie transparent ist, wäre es einem Betrachter möglich gewesen, den Text aus seiner Perspektive ohne Vergrößerung durch Projektion zu entziffern. Schon allein deswegen, weil sich durch die optisch-zentrische Streckung des Schriftstücks unter Berücksichtigung der resultierenden Schriftgröße und der Zimmerhöhe auf die ursprüngliche Schriftgröße zurückschließen lässt. Ja, vielen Dank an Professor Evelyn Techbridge. Wie gesagt, wir sehen... Nochmals, nochmal. Genau, wir sehen hier halben Code. Man kann ihn trotzdem lesen. 821746. Und das rufen wir doch an. Genau, also... 1, 7, 4. Im Vergleich zum anderen White Room sind wir hier dankbar, dass wir irgendwelche Zahlen bekommen auch. Ja, einfach irgendwas, Wenn man schon Codes braucht, dann sollten die auch irgendwo stehen. Genau. Und zwar im Room. Deswegen heißt es ja IGP. Genau. Und nicht OGP. Okay. Also, ihr könnt froh sein, dass wir den Ton runtergelevelt haben, weil der Ton von diesem Telefon ist wirklich grauenvoll. Also, bei echten iPhones ist es viel angenehmer. Ja, echte iPhones, auch menümäßig wunderbar dargestellt. Sehr schön anzuschauen. Was der Typ jetzt eigentlich gesagt hat, ist auch bei normaler Spiellautstärke sehr schwer verstehbar. Er gibt uns eine Rechnung einfach. Genau, 666 mal 6 durch 3 plus 42. Genau. Und er sagt noch, dass er keine Zeit hat und dass man hier in einer Irrenanstalt ist. Das ist nebensächlich. Okay, wenn man das ausrechnet, kommt man auf 1374. Und was denkt man bei dieser Wand? Natürlich. Alle Room Games, die eine so offensichtlich leere Wand haben. Da muss was sein. Da muss einfach was sein, genau, wollte ich auch. Eben. Also, 1374. Dann schieben wir den Schlüssel noch rein. Und jetzt, nachdem es grün ist, steht uns die Tür offen. So, also ich fasse mal kurz zusammen. Wegen keinen Slides und vergleichbar mit Crimson haben wir eine Grafik von 2. Die IGP wird eben das Lustige mit der Batterie. Die spukt überall rum. Ja. Also, wir haben zum Beispiel wegen der Batterie der IGP was abgezogen, weil man muss eigentlich wissen, dass es so Dinge wie Kartoffelbatterien oder so gibt. Mhm. Dann Innovation wegen dem iPhone eben Plus. Und die Batterie eben auch, weil es eben neu ist. Ja, also... hätte sie sich jetzt hiermit wieder wettgemacht. Allerdings haben wir nochmal was abgezogen, nämlich wegen Realismus, wie uns ja der nette Herr, der Professor Evelyn Techbridge schon erklärt hat. Und deswegen haben wir Realismus nur 2 von 5 und den Überblick, da konnte man eigentlich gar nicht sagen. Da haben wir volle Punktzahl. Ja, wir sehen eigentlich, wie es oft ist, was bei Innovation dazukommt, wird bei Realismus abgezogen. Das haben wir schon oft gesehen. Und deswegen landen wir insgesamt bei 3 von 5 Punkten.
Nett, dass du mich unterbrochen hast. Oh, Entschuldigung. Und wenn ihr mal ein Roomgame machen wollt und das von uns geratet haben wollt, wenn ihr mal so im Mittelfeld oder im gehobenen Mittelfeld ankommen wollt, dann macht einfach irgendwas total Unrealistisches, aber Neues. Das bedeutet, ihr kriegt in Realismus was abgezogen, aber in Innovation was dazu und seid damit eigentlich ganz gut dabei. Level. Oh, den haben wir. Oh, ja, zwei? Sagen wir jetzt, ja. Zwei. Ja, genau. Ich würde sagen zwei. Also genau. Level 2 Room und Merit wurde schon genannt, die Musik. Jawohl. Okay, dann gehen wir zurück aus diesem Doppelrating und wünschen euch noch einen schönen Tag und sagen wieder mal Servus. Genau. Schöne Woche, bis zum nächsten Sonntag. Room Escape TV. Das ist natürlich völliger Quatsch.